Die Wüste Gondwa. Ein sehr heißer und für die meisten Spezies unbewohnbarer Ort. Nur die wenigsten haben es geschafft, sich dieser lebensfeindlichen Umgebung anzupassen und trotz widriger Bedingungen hier zu überleben. Doch trotz der erbarmungslosen Hitze geschieht selbst hier unter diesen rauen Bedingungen auch mal ein kleines Wunder. Ein einzelnes Ei hat es in diesem Nest geschafft und ist kurz davor zu schlüpfen. Die Geschichte von dem kleinen Wunderkind Zorro begann in der Wüste zusammen mit seinem Vater Hellfire. Leider hatte der kleine Zorro keine Mutter mehr, deswegen war er ganz allein mit seinem Vater. Aber sein Vater hat sich sehr, sehr gut um ihn gekümmert und hat ihm alle Grundlagen beigebracht, die man braucht, um in der Wüste zu überleben. Dazu gehört natürlich die Nahrungssuche, die Suche nach kleinen Oasen, um etwas zu trinken. Und auch die Beschaffung von Materialien für den Nestbau. Und so machten sich die beiden, als der kleine Zorro alt genug war, auf dem Weg Richtung Rand der Wüste. Dies sollte die letzte gemeinsame Wanderung mit seinem Vater Hellfire sein. Ab hier hieß es für Zorro Abschied nehmen. Noch ein letztes Mal zurückblicken. Und von nun an musste Zorro sich selbst versorgen und selber auf sich Acht geben. Angekommen im grünen Tal machte der kleine Therizinosaurus schon seine erste furchteinflößende Entdeckung. Ein junger Allosaurus war am Strand und sammelte Muscheln. So ein Saurier hatte Zorro nie zuvor gesehen, deswegen hat er sich erstmal bedeckt gehalten und in den Büschen versteckt. Zum Glück hat der Allosaurus nach einiger Zeit das Gebiet verlassen. Doch dann passierte das hier. Oh oh. Ich habe nicht so viel Ausdauer. Steht er doch auf einmal wieder vor uns. Der macht uns gut Schaden. Wir bluten halt stark. Er ist aber auch schon sehr stark verwundet. Oh, wir haben ihn. Das war echt knapp. Hätte er sich ein bisschen mehr Zeit gelassen, wären wir, glaube ich, verblutet. Und in diesem Moment realisierte der kleine Zorro zum allerersten Mal, wie brutal und grausam diese Welt doch sein kann. Jeder Schritt, den du machst, kann über Leben und Tod entscheiden.
Falls ihr mich unterstützen wollt, dass ich weiterhin solche Videos machen kann, die sind nämlich wesentlich zeitintensiver und aufwendiger als meine normalen Videos, dann könnt ihr dies gerne mit einem Like tun. Ihr könnt den Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Und was ganz, ganz wichtig ist, einen netten Kommentar vielleicht schreiben. Das ist gut für den YouTube-Algorithmus und würde mir somit sehr helfen. Die Sonne ist mittlerweile untergegangen und Zorro hat sich erstmal in eine Höhle zurückgezogen, um sich von diesem harten Kampf zu erholen. Und am nächsten Morgen, frisch erholt, ging es dann direkt ans Training. Das Wichtigste für den jetzt nicht mehr ganz so kleinen Zorro war es, so stark wie möglich zu werden. Denn je mehr er wächst, desto schwerfälliger wird er. Und irgendwann sind Flucht und Verstecken keine Option mehr, dann ist Angriff die einzige Verteidigung. Und genau dies stellte sich dann auch schon sehr bald auf die Probe, als ein Allosaurus plötzlich aus den Büschen kam und vor ihm stand. Es gab in diesem Wald allerdings auch noch Bedrohungen, denen Zorro dann doch lieber aus dem Weg gegangen ist. Diesen Fleischfresser hatte Zorro so mit seinem Schrei überrascht, dass er vor Schreck die Klippe runtergelaufen ist und sich die Knochen gebrochen hat. Und schon bald darauf lernte Zorro seinen ersten Freund kennen. Das war Sheila, der Bas Boldier. Und als die beiden auf einer Ebene ankamen, fanden sie einen schwer verletzten Stegosaurus, der schon von Fleischfressern beobachtet wurde. Ohne auch nur zu zögern, boten die beiden dem Stegosaurus ihren Schutz an. Der Geruch des frischen Blutes zog weitere Fleischfresser an. Leider hatten die beiden es nicht geschafft, den Stegosaurus zu verteidigen. Und sie mussten den leblosen Körper zurücklassen. Und hier an dieser Stelle trennten sich die Wege von Sheila und Zorro. Denn Zorro hatte schon in der Ferne Artgenossen gesichtet,
Und er wollte gerne mit diesen eine Familie gründen. Doch schon sehr bald standen sie einer großen Bedrohung gegenüber. Einem ausgewachsenen Tyrannosaurus Rex. Oh, es geht los, er greift an. Will ich in meine Mates reinhacken? Versuche ihn wegzubodyblocken. Von meinem Mate. Ich muss mich dazwischen stellen wieder. Oh nein, was macht der? Oh nein. Ich muss rennen. Gott, macht der viel Schaden. Oh, jetzt ist einer gestorben von uns. Wir müssen gehen. Danach wurde Zorro leider auch von dem Artgenossen, der überlebt hatte, getrennt. Nun war er wieder ganz auf sich allein gestellt. Er begegnete noch einigen friedlichen Dinosauriern, wie diesem Raptor. Leider versuchten aber auch immer wieder Fleischfresser ihr Glück. Hier greift ihn ein hungriges Rudel Megalania an. Diese hatten aber nicht den Hauch einer Chance. Und auch ein Raptorrudel hat sein Glück versucht. Aber dann schlich sich von hinten etwas Größeres an. Nee, 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 du kommst hier nicht mehr weg, Freundchen.
Die beiden T-Rexe, die den Kampf beobachtet hatten, waren die Spitzenprädatoren dieser Ebene. Da sie nicht ihr Leben riskieren wollten, ließen sie den Therizinosaurus Zorro von nun an in Ruhe. Und so lebte der Therizinosaurus Zorro ein glückliches und langes Leben, bis er irgendwann im hohen Alter an Altersschwäche gestorben ist.